Willkommen zurück bei Oriental Night. Liebe Zuschauer, bei uns kommt man nicht drum herum. Jeder muss mal quizzen. Auch meine Gäste. Das Gute ist, ihr könnt als Team agieren gegen mich. Die Regeln sind ganz einfach. Hier sind die Fragen. 15 Fragen, 90 Sekunden Zeit. Der gleich vorlegt, muss dann die Fragen am Stück vorlesen. Und danach wechseln wir und der die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat gewonnen. Ganz einfach. Okay, okay, werden wir mit Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Willst du? Okay, komm. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ich habe gewonnen. Good. Das heißt, ihr sucht euch eine Karte aus, aber ich stelle oben oder unten, nimm die eine weg. Ja. So, das sind meine Fragen, ich habe eure Fragen. Die Zeit tickert gleich runter, ich stelle sie zuerst am Stück. Du kannst ja die Karte jetzt erstmal zur Seite legen. Und dann schauen wir mal, wer die Frage zuerst richtig beantwortet oder ahnt, einfach in den Raum direkt rufen. Sagen. Okay, ja. Alles klar. Mal gucken, was sagt die Zeit. Wenn es Tick-Tack macht, lege ich los. Wie heißt ein Ideogramm, das insbesondere in SMS und Chats längeren Begriffe ersetzt? Wie nennt man diese kleinen Dinger? Wie heißen die? Smileys und so. Emoji? Ja. Welche Tiere sieht man auf dem Produktlogo von Red Bull? Stiere. Bulle. Das erste war richtig. Wie nennt man im Theater eine Sammlung von Gegenständen, zum Beispiel Kulissen, Requisiten und Kostüme? Eine Sammlung. Weiter. Christi Himmelfahrt fällt immer auf einen? Donnerstag. Für was steht die Abkürzung G20? Oh, ist echt einfach. Ja, Gipfel der 20 führenden Industrienationen. Ja. Welchem Tier verdankt Spider-Man seine Fähigkeiten? Einer Spinne. Verdammt, ich werde euch verlieren. Was sagt man auf Spanisch, wenn man sich verabschieden möchte? Spanisch? Nicht hola, ne? Das heißt hallo. Ja. Adios. Für welchen Geheimdienst ist die Filmfigur James Bond tätig? MI6. Mann. Welche Handballnationalmannschaft hat die EM 2018 gewonnen? Oh Gott, weiter. Welche Comic-Held fährt das Batmobil? Batman. Was bedeutet Hand aufs Herz? Sei mal ehrlich oder so. Sehr gut. Das wird halt ein scheiß Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, heute ist verloren. Ey, ich bin raus. Immerhin. 9 richtige Antworten. Ich glaube, heute habe ich verloren hier. So, 9. Eieiei, ich muss 10 richtige machen. Ich muss jetzt richtig Gas geben, ne? Okay. Alle Fragen, ne? Ja. Ab dem Moment, wo du Tick-Tack hörst, kannst du loslegen. Welche Farbe hat das große G und das kleine G im Logo Google? Rot? Nein. Ja. Wie heißt der wohl bekannteste Vampir der Literaturgeschichte? Dracula. Ja. Ein japanisches Gericht aus erkaltetem, gesäuertem Reis, ergänzt um weitere Zutaten, heißt? Sushi? Ja. Wofür steht das C in CD? Kompakt. Richtig. Welches sind die typischen IKEA-Farben? Blau-Gelb. Ja, einfach. In welchem Land ist Salsa das Wort für Soße? Spanien. Richtig. Oh, wird knapp. Welche Farben haben die Taximodelle in Großbritannien? Modelle? Ja, Yellow Cab. Die Taxis. Taxen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiter. Weiter? Ich hab okay. Vor Augen. Welche Bundesfinanzbehörde zahlt in Deutschland das Kindergeld aus? Schon schwer. Familienministerium. Ja. Finanzministerium. Familienkasse. Ja, kommt auch hin, oder? Ja. Okay. Ja. Eine ursprünglich auf der Straße getanzte Tanzform aus den frühen 1970er Jahren heißt? Breakdance. Ja, richtig. Wie bezeichnet man eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Interessen? Mob. Nein? Okay, weiter. Demo, ja. Wie groß muss der Sicherheitsabstand beim Überholen eines Fahrrades sein? Eines Fahrrads? Ja. 1,5 Meter. Richtig. Wow. Ich glaube, du hast gewonnen. Nee, ich glaube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein! Oh. Ach! Ehrlich? Yellow Cab, was war denn dieses Taxi-Ding, Antwort? Schwarz. Was? In England, glaube ich, ne? Das ist richtig. In London, ne? Schwarz? Ich glaub, aber die heißen doch Yellow Cab. Yellow Cab. Warum heißen denn Yellow Cab, wenn die schwarz sind? Oder war das in New York, in den USA Cap mit Yellow Cab? USA. Ups, sorry, English. Oh Mann, okay. Ein Punkt. Ey, 9, oh Mann.
Let's go, ich muss meinen Kopf hinhalten. Ja, das ist so. Wenn ich Glück habe, müssen wir anstoßen. Ne? Das gibt's auch. Nur zur Info. Okay. Was ist das? Das heißt nochmal. Es gibt auch Anstoßen. Wenn zwei Gläser sind, habt ihr Pech gehabt. Ja trotzdem. Ja. Das ist mein Lieblings, aber das kommt nicht so häufig vor. Komm, ehrlich jetzt. Das soll der 3 Jahre. Wir können ja gleich schon mal ein Stück spielen in der Zeit. So, jetzt kommt, egal was, ich halte meinen Kopf dahin. Das nächste. Ja! Oh. Anstoßen! Das heißt anstoßen. Ich suche mir einen aus, ihr sucht euch einen aus. Einer muss einen Kopf nehmen. Ja, okay, dann kann ich machen. Gehen wir nach Farben. Ich nehme 2. So, frei nach Farbe. Nehme ich mal diesen hier. Reicht ein Kapitän übernimmt. Ja, mal gucken, was es ist. Captain, Prost. Symbol. Auf Ex. Ja, Mann. Ich riech das jetzt schon. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Einmal nachspulen.